ab, YouTube-Freunde, hier ist euer Face wieder mit einem frischen Let's Play zu God of War. Wir kommen an bei der Folge Valkyren Spezial 3 und das Spiel haben wir schon längst durchgespielt. Ich farme weiter in die Valkyren, einige habe ich schon besiegt, ich glaube noch zwei sind übrig oder so. Und ja, wir machen jetzt weiter. Viel Spaß mit der Folge. 8 Valkyren gibt es im Spiel, 6 oder 5 habe ich besiegt. Ich kann nicht rechnen, ich kann mir das auch nicht merken. Und ja, wir probieren jetzt die nächsten Valkyren aus. Wie ich das schon erwähnt habe, ich habe ja das Spiel durchgespielt. Meine Let's Plays enden ja auch normalerweise dann immer mit der Hauptstory. Hier habe ich jetzt eine Ausnahme gemacht, dachte mir, okay, jetzt haben mehrere Leute schon die Valkyren angesprochen. Das Interesse ist groß bei der Community, sage ich jetzt mal, und auch bei mir. Und deswegen wollte ich dann natürlich diese ganzen Valkyren noch abfarmen. Ob ich das dann zu Ende mache, weiß ich nicht, aber so ein paar habe ich gezeigt. Und ja, ich würde sagen, wir neigen uns auch schon so langsam dem Ende zu. Also ich probiere das jetzt hier noch so ein bisschen und dann kann man mit ruhigem Gewissen das Spiel hier abschließen. Ich guck mal, genau, ich war hier in Nilfheim. Hier war diese Prüfung in diesem Nebel und ich muss eigentlich hier hin. Diese Valkyrie möchte ich bekämpfen. Was machen wir denn? Ich habe die markiert, ne? Genau, ich will da einfach nur hin. Ich will jetzt erstmal die Prüfung, lassen wir jetzt erstmal hier weg. Das hatte ich in der letzten Folge aus Interesse mal gemacht. War schon ganz interessant das Ganze. Aber ich wollte eigentlich zu der Valkyrie. Deswegen hier mal alle hier. Ciao. Nein, gut ausgewichen. Okay, Zeit anhalten. Hä? Das stimmt. Ich nehme mal meine Chaos-Kling. Ja, schon ein bisschen besser. Und ja, ist los. Ey. Haben wir es geschafft? Ne, da fehlt noch einer. Da. Okay, dann nehmen wir wieder die Axt. Und Parade. Ach, der war gar nicht down. Ja, okay, ich konnte ihn gerade irgendwie nicht angreifen. Okay, ich brauche schnell ein bisschen Zeit wieder, sonst verrecke ich. Das Problem ist, die Valkyrie wird mir nicht angezeigt. Okay, warte, muss ich auch noch einmal öffnen. Ich brauche nur Zeit, Leute. Nebelechos. Okay, da bin ich ja. Ich muss auch hier lang. Ich muss auch hier lang. Ich will einfach nur zu der Valkyrie. Bin ich hier richtig? Boah, wie soll ich das denn schaffen? Echt knapp mit der Zeit. Oh, hier ist eine Truhe. Das ist schon mal gut. Ja, das Wichtigste hier bei dieser Prüfung sind die Truhen, ne? Dass man hier ein bisschen Zeit gewinnt. Hier zwei direkt hintereinander. Ich glaube, wenn man die Orte kennt, also in- und auswendig weiß, wo die ganzen Kisten sind, dann ist das natürlich deutlich einfacher. So. Okay, ich sehe es schon mal auch richtig. Neue Gegend. Ach du Scheiße. Was geht hier denn ab? Okay. Und auch da. Okay, die Zeit ist verlangsamt worden. Meine nächsten Attacken, wie viel Leben haben die denn? Okay, auch down. Ja, ich komme schon besser durch als in der letzten Folge. Ich noch ein paar Gegner. Ach, er hat mir gerade gesagt, ich muss in ein nebelfreies Gebiet gehen. Wo ist denn hier nebelfrei? Wo habe ich denn Checkpoints? Wo habe ich hier Checkpoint? Ich habe auch nichts nachgegoogelt oder so. Ich habe jetzt hier keine Lösung. Das ist immer noch blind, was ich mache. Ich frage mich nur, wo habe ich hier nebelfreie Gebiete? Hier? Ist das ein nebelfreies Gebiet? Was ist denn, was sind denn diese Wandmalereien? Ich gucke hier schon mal in die richtige Richtung. Boah, die Valkyrie ist aber echt weit weg. Leute, schreibt hier mal in die Kommentare, was sind denn diese nebelfreien Gebiete? Wo finde ich die?
Und was sind das für Wandzeichen? Okay, hier habe ich wieder so eine Aufgabe. Oh, ich habe die Zeit nicht dafür. Ich muss hier wieder nach links. Oh, oh, oh. Hier habe ich wieder zwei Truhen wahrscheinlich. Mach's auf. Aber ich glaube, diese Truhen geben keine Zeit. Okay, weiter. Noch eine Wahl. Oh. Ich bin bei der Walküre. Aber mit diesem Nebel. Das schaffe ich niemals in der Zeit. Oh, voll daneben geaimt, ey. Alter. Alter. Voll daneben geaimt. Na, schaff ich's in der Zeit? Boah, ist das... Okay, pariert. Komm. Ja, meine Zeit ist so knapp, ne? Das ist das Problem. Das ist das Problem. Wow. Boah, hat sie mich erwischt. Scheiße. Okay. Ja. Meine Zeit ist leider knapp. Das kann doch nicht sein. Boah, die ist tatsächlich machbar. Die ist machbar. Die ist machbar, Leute. Die Walküre ist machbar. Das Problem ist, ich weiß nicht, das Gebiet bietet ja höchstwahrscheinlich irgendwelche Checkpoints, also wo ich mal ein bisschen meine Verschnaufpause habe, wo ich sozusagen diese Zeit resetten kann. Ich weiß aber nicht, wo ich das machen kann. Ich weiß nicht, was diese Wandmalereien hier bedeuten, ob das so ein Zeichen dafür ist, dass ich hier vor so einer Säule dann sozusagen die Zeit resetten kann. Schwierig. Das Problem ist, wegen meiner Aufzeichnung, was ja genau oben zentral bei mir auf dem Bildschirm angezeigt wird, sehe ich die Leiste immer nicht. Deswegen, wenn man die Zeit genau da zufällig dahinter ist, sehe ich nie, ob die Zeit anhält, wenn ich vor so einem Denkmal stehe. In diesen verfluchten Ruinen gibt es seltene Nebel. Verbrannt von Rüstung. Ja, fallen Schätze werden bei ihrer Rückkehr zurückgesetzt. Fliehen sie mit was sie können, sonst werden sie zum neuen Opfer der Werkstatt. Okay, ich möchte einfach jetzt nur wissen... Moment mal, warum hatte ich eben keinen Auferstehungsstein? Habe ich keinen mehr gehabt? Im Ernst, seid vorsichtig mit den Welten zu wissen. Ich schaue mal kurz. Auferstehungssteine, warum hatte ich denn keinen? Kaufen. 10.000, ja, das ist echt krass. Aber muss sein. Ich fand die Walküre jetzt nicht schwer. Ich brauche nur genug Zeit, um dahin zu kommen. Ehrlich, ich brauche nur genug Zeit. Okay. Ich muss mich einfach nur beeilen. Wo sind die nebelfreien Zonen? Wo sind die nebelfreien Zonen? Oh, da sind Eisgegner. Ah, es sind auch immer so schwierige Gegner da. Das hat ein bisschen Glück. Okay, warum sind denn solche jetzt auf einmal da? Das verstehe ich auch nicht. Und? Ja, komm, boah, die haben aber echt viel Leben. Wir sind zum Glück sehr, sehr langsam. Und pariert. Und du sollst jetzt sterben, ja? Ausgewichen? Okay. Ja, ist ein bisschen blöd. Die haben jetzt viel Zeit gefressen. Aber ich glaube, dafür habe ich auch mehr Truhen jetzt. Manchmal sind die Gegner so schwer und manchmal so einfach. Kommt, ich brauche Zeit. Weiter.
Habe ich keine Truhe mehr? Okay, ich gehe wieder hier richtig. Ah, habe ich das jetzt knapp gemacht? Oh. Okay, hier gehe ich weiter. Ne, hier habe ich eine Truhe. Wenn man die Orte weiß, sage ich ja. Ich wäre jetzt zum Beispiel weitergelaufen. Zum Glück habe ich um die Ecke geschaut. Das, da kriege ich natürlich ein bisschen Zeit zurück. Aber auch nicht genug. Ehrlich gesagt. Auch nicht genug. Okay, da haben wir nochmal eine Truhe. Okay. Ist das hier eine nebelfreie Zone? Nee. Oder? Nee, die Zeit geht weiter. Das meine ich ja. Hat das jetzt gelohnt? Ich muss hier lang, ja. Oh, die Zeit ist so knapp. Die Gegner haben mich jetzt aufgehalten. Das war jetzt ein bisschen blöd. Okay, Zeit anhalten. Okay. Dann nochmal das hier vielleicht. So. So. Und so auch nochmal hier weg. Okay, einen haben wir noch. Okay, pariert. Nein, warum bist du jetzt da oben? Okay, wo lang? Brauche hier meine Truhe. Vor allem brauche ich aber Zeit. Ich brauche Zeit. Das ist ein bisschen knapp jetzt. Hier, diese Dinger hier. Ich sehe das halt nie, weil meine Aufzeichnung genau davor ist. Das war jetzt ein bisschen langsamer. Kann ich hier drauf? Nee. Okay. Du wirst schnell schwächer. Boah, das war jetzt ja, da ist die Walküre. Aber die Zeit reicht ja überhaupt nicht aus. Noch eine Walküre. Hier, Evil Hex. Ja, nee. Das war jetzt natürlich blöd. Ah, die Zeit ist wirklich das größte Problem. Ich vermute nämlich, dass die als Valkyrie gar nicht mehr so schwer ist. Ich meine, die Hälfte haben wir hier schon abgezogen. Ich verliere jetzt konstant Leben. Ja, da bin ich down. Aber wenn ich jetzt meine Auferstehung nutze, ich teste das mal. Was passiert dann? Habe ich jetzt nochmal eine Chance? Aber ich habe wieder so wenig Leben. Aber ich triff sie noch nicht mal. Komm, 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 komm. Boah, die passiert ja fast gar keinen Damage. Und? Komm, komm. Oh, die... Ich zieh da ja fast gar nichts ab. Ich brauche ein bisschen mehr Zeit. Ich schaff das. Ich brauche ein bisschen mehr Zeit. Aber ich finde irgendwie... Warum ist meine Raserei so schwach? Habe ich jetzt überhaupt noch meine Auferstehung? Die Weltenrisse ein schreckliches Geheimnis, das Ivaldi verschwieg. Aber wenn ich sterbe, behalte ich ja meinen Stein, ne? Und ja, ich weiß, ich bin einer. Nicht verfügbar. Ja, ihr jetzigen Stein benutzen, okay, das passt. Kann ich sonst noch irgendetwas machen? Moment mal. Wo sind wir hier? Ihr steht am Eingang zu Ivaldis Werkstatt. Was hat sie denn zu sagen? Die technische Genialität der Zwerge. Warum stinkt es hier so? Ziemlich übel, nicht wahr? Tja, lange Geschichte, aber kurzum, Ivaldi hantierte mit verbotenen Kräften und ihr atmet die Konsequenzen. Wie kann ich das denn umgehen? Wo habe ich denn nochmal so ein Tutorial? Wo sehe ich denn diese Raststätte, sag ich jetzt mal, zur Pause machen? Okay, hier ist es nicht. Also hier fängt es ja schon mal an. Ah, hier kann ich das ja testen. Ne, diese Denkmäler sind es nicht oder diese Leuchttafeln.
weil hier geht nämlich die Pest weiter. Das ist schon mal gut zu wissen. Geht's aber langsamer voran. Ich glaube nicht. Okay, das ist es schon mal nicht. Ich gehe mal zurück, resette das Ganze. Ich meine, die Leiste geht ja auch weg. Wenn ich irgendein so ein Gebiet erreiche ohne Nebel, ist die Leiste auch sofort weg. Aber sowas Ähnliches habe ich noch nicht gesehen. Wo ich so eine Pause einlegen kann. Kann ich denn einfach weiter? Ich teste jetzt mal was Dreistes. Oh. Leute, ich kann einfach weiterlaufen. Ich kann dann zwar die Truhen in diesem Kampfgebiet nicht aufmachen, aber eventuell mache ich das auch gar nicht. Ich probiere mal was. Ist jetzt ein bisschen komisch, aber ich probiere es mal. Ich laufe mal durch. Weil ich meine, diese Kämpfe halten ja nur auf. Ja klar, ich kann Truhen aufmachen, aber lohnt sich das? Wenn ich jetzt einfach mal hier durchrenne. Los, los, los. Hier habe ich eine Truhe. Vielleicht ist das sogar besser. Okay, müssen wir mal testen. Schnell, schnell. Ich verliere Zeit. Ah, ich hätte laufen sollen. Ich muss auf den Sound achten, wenn die Dinger auf die Wand klatschen. Okay. Hier habe ich auch keine Pause. Ich muss jetzt hier direkt weiter. Bleib mal direkt weiter. Hinter dir, Bruder! Schnell, 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 schnell. Hier ist nochmal eine Truhe. Das ist, glaube ich, eine bessere Taktik. Also ich denke mal. Da ist noch eine Truhe. Warum bin ich so falsch gerade? Ich glaube, das ist besser. Ich habe jetzt deutlich mehr Zeit. Und da kommen wir auch zur Walküre. Hier ist noch eine Truhe. Ich hab's, Leute, ich hab's. Einfach durchrennen. Ich wusste nicht, ich dachte, die Gebiete öffnen sich erst, wenn ich diese Kämpfe bestehe. Aber ich sehe die Walküre nicht dort, aber die müsste jetzt hinkommen. Also die kommt nicht hin, sondern die müsste jetzt da sein. Ja. Noch eine Walküre. Okay. Komm, 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 komm. Okay, eventuell schon mal ein geiler Start. Okay. Boah, ein mega geiler Start. Wo bist du denn? Ah, die Kameraführung ist manchmal echt ärgerlich, vor allem bei den Walküren. Jetzt habe ich natürlich alles wieder. Boah. Boah. Pariert, pariert. Okay, pariert. Und wieder pariert. Und. Ehrlich. Nein. Komm jetzt aber. Berserker-Modus. Komm. Komm. Oh, er hat die aber viel Leben. Guckt euch das mal an. Da kann man ja wirklich nichts machen. Nein, 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 was mache ich denn? Freiheit. Alter. Ja, du bist jetzt frei. Boah. Meine Schwestern, ist ihnen dasselbe widerfahren? Ja, aber wir retten sie. Ihr beide seid sehr tapfer. Ich wünsche euch Glück, weil Han wartet. Beide? Sie hat mich nicht mal bemerkt.
Sie hat mich nicht mal bemerkt. Sie hat auch nur einen Kopf an meiner Hüfte. Krass. Das war knapp. Das war richtig knapp. Valkyren befreit 7 von 8. Sehr geringe Bonusaktivierungsstand. Bei jedem erfolgreichen Waffentreffer Schutz der Valkyren und 50% Resistenz gegen alle Staatseffekte und Taumeln durch gegnerische Angriffe zu gewähren. Nicht schlecht, aber eher so ein defensives Ding. Ja, der Helm. Ja, das brauche ich auch immer. Asgarda-Stall. Axtknauf, episch. Wir haben... Vergleichen. Okay. Nur auf Stärke und Abklingzeit. Moderate Bonusaktivierungschance auf Valkyrenkraft. Bei jeder erfolgreichen Tötung, wodurch Runenkraft und Stärke erhöht werden. Naja. Egal. Perfekter Asgarda-Stall. Egal. Okay, aber die Zeit läuft weiter, ne? Ach, Kyras der Valkyr. Man kann so ein gesamtes Set sammeln. Oh, ich habe einen Teil verkauft, ne? Ich Idiot. Okay. Was mache ich denn jetzt? Wo geht es denn hier lang? Ich muss wieder zurück. Die Truhe hatte ich schon. Überlebe ich das jetzt? Ich muss einfach nur zurückrennen. Schnell. Du wirst schnell schwächer. Ja, ich weiß, dass ich schwächer, weil ich wieder einfach nur zurück. Mach doch keinen Druck. Schnell, einfach nur zurückrennen. Jetzt habe ich, glaube ich, das System verstanden. Ich habe keine Pausen, die ich hier einlegen kann ohne Nebel. Ich glaube, ich muss einfach wirklich komplett durchrennen. Und dann schnell wieder zurück. Und dann einfach hier wieder zurück. Glaube ich. Warum rennt meiner auf einmal so langsam? Ja, viel habe ich jetzt nicht gesammelt, aber egal. Ich habe es geschafft. Okay, geil. Verbesserung gefällig, bevor ihr die Welt mit dann angeht. Gucken wir mal, was, ob wir noch was machen können. Verbessern. Also ich teste das immer. Frostflamme fehlt mir. Ich kann nichts verbessern. Brustrüstung. Hüftrüstung. Axtknauf. Nee, brauche ich nicht. Talisman. Boah, da fehlt mir aber echt viel Hacksilber. Verkaufen. Naja. Also, geil. Noch eine Valkyrie besiegt. Ich will jetzt zurück. Ich muss aber auch sagen, jetzt unabhängig von der Valkyrie, ist ja auch mal nicht verkehrt, so andere Geheimnisse zu entdecken. Also jetzt in dem Fall haben wir jetzt wenigstens mal so die neue Maps ein bisschen kennengelernt. Ich werde das jetzt hier nicht fertig machen, das war ja wirklich nur die Absicht mit der Valkyrie. Haben wir jetzt erledigt. Aber auch mal cool, dass wir jetzt eine neue Map entdeckt haben. Und die nächste Valkyrie ist ja sogar nochmal so eine neue Map. Ich glaube Mempfelheim oder so, keine Ahnung wie das heißt. Und da haben wir auch dann wieder so nebenbei eine coole neue Map entdeckt. Warum nicht? Krass, eine Valkyrie fehlt mir nur noch. Boah, war schon intensiv wieder. Das wird unsere bislang beste Arbeit. Wir brauchen nur etwas Hilfe von euch. So, einmal mal nochmal, um das hier abzuchecken. Das ist Jötunheim. Das ist Niflheim. Helheim, Alfheim. Achso. Ich habe die Map auch gar nicht freigeschaltet. So. Wie heißt aber die andere Map? Welt nicht verfügbar. Welt nicht verfügbar. Das finde ich aber echt krass. Man hat ja noch deutlich mehrere Maps. Warum sind die aber nicht verfügbar? Sind das dann Erweiterungen oder gibt es da auch gewisse Sachen, die ich erledigen muss, um die freizuschalten?
Aber irgendwie waren die nie im Gespräch, glaube ich. Aber krass viele Maps. Ich muss aber... Nee, Helheim, Alfheim, Jötunheim. Welt nicht verfügbar. Odin hat den Zugang zu dieser Welt verhindert. Aber warum? Hier. Hier war die letzte Valkyrie. Okay, wieder eine neue Welt. Wieder absolut keine Ahnung, was mich erwartet. Ich fand jetzt zum Beispiel Nilfheim richtig schwer. Also die Prüfung ist schon echt krass. Und jetzt bin ich mal gespannt, was mich hier erwartet. Okay, hier muss ich sogar sowas machen. Was ist das denn? Achso, okay. Ich dachte, da muss wieder Atreus mit seinem Pfeil hinschießen. Neue Map, bin aufgeregt. Ach, hier schon wieder, hi. Niflheim, Jötunheim, Alfheim, Helheim. Verlorene Sprache abgeschlossen. Die Welt des Feuers. Ist das Schnee? Asche. So fällt sie nur bei großen Feuern. So stelle ich mir eine Endgame-Map vor. Schön viel Feuer. Also Vulkan-Style. Oh. Nicht, dass wir hier Bowser antreffen. Von Mario. Was ist denn ja? Sieht schon krass aus. Wo ist die Valkyrie da? Ja, direkt vor mir. Sollte man das? Krass. Krass, das sieht hier heftig aus. Noch nicht. Naja, sie wird sich seit Urbeginn der Schöpfung stark abgekühlt haben, meint ihr nicht? Hier kann man sogar auch nur die Valkyrie machen. Heutzutage auch kein reines Eis mehr. Das ist die Natur der Dinge. Die Zeit mildert alle Extreme. Feuer kühlt ab, Männer werden grau, Köpfe werden abgehackt und an Gürteln getragen. So ist das Leben. Ja, so wie du. Wenn du meinst, Mimir? Mimir? Wenn du meinst, Mimir? Ne, ich bin an der Dings vorbei. Wie komme ich dahin? Markieren. Wie komme ich dahin? Das ist mir zu ruhig, Leute. Das ist mir definitiv hier zu ruhig. Und ich weiß nicht, ob es sozusagen so die heftigste Valkyrie sein wird, weil das sieht echt nach so einem Endgame-Level aus. Aber ich entferne mich gerade von der Valkyrie. Hä? Geheimbereich entdeckt. Masfulame. Also fängt erst hier an. Sieh mal hier. Okay. Noch eins. Der hier heißt ein Feuerwesen. Der erste und ursprüngliche. Er macht ein Feuerschwert. Eine legendäre Waffe. Er kämpft gegen Thor und Odin. Aber ist das die Vergangenheit oder Zukunft? Das ist schon cool erzählt, die Geschichte. Auch so mit diesen ganzen Geheimnissen. Das ist schon echt heftig. Da haben sich echt heftig viel Mühe gegeben. Okay. Oh Gott. Was mache ich denn jetzt aber? Hier hoch. Vater. Ich weiß nicht mehr, ob ich richtig bin, ne? Stimme. Ein Alp. Ich glaube nicht. Sie kommt von da oben. Vulkan erklimmen. Da ist sogar ein Vulkan, ne? Die Stimme. Gleich ja, Feuer. Ja, hätte man sich denken können, ja. Oh. Es ist ein großes Schwert. Es will wissen, ob wir bereit fürs Training sind. Oh oh. Ich möchte jetzt nicht hier so einen Hardcore-Kampf, aber muss ich. Muss ich. Okay. Masfulheim, muss. Diese Namen, Masfulheim-Prüfung. Schließen Sie die Prüfung ab, um die nächste Arena freizuschalten. Drücken Sie X, um die Herausforderung anzunehmen. Drücken Sie Kreis, um abzulehnen. Drücken Sie Dreieck, um sich aufzuwärmen. Ich wärme mich mal auf mit Dreieck. Achso, das ist so eine Geschichte.
Ah, Runenangriff und Talismanfähigkeiten werden sofort nachgeladen, kehren sie nach Benny. Achso, okay, bei den Tränen hier. Ich dachte jetzt generell bei den Prüfungen. Das war ja ein bisschen broken. Oder? Oder ist das dann jetzt immer so? Okay, naja. Das nur für das Training so. Dass das jetzt so schnell auflädt. Weg natürlich. Okay, Herausforderung starten. Ich glaube, jetzt wird das nicht mehr so sein mit den Runenangriffen. Gegner töten, bevor die Zeit abläuft. Ja, Vater. In 3 Minuten verloren der Gegner 15. Ey, das ist geil. Das ist geil. Ja, hier wird das natürlich nicht aufgeladen, ist ja klar, ich wollte schon sagen. Ich sehe es auch fast gar nicht mehr hier. Und ciao. Okay, das ist noch easy. Ja. Oh. Boah, voll daneben. Ciao. Und perfekt getroffen. 3 Gegner noch. Mein Gott. Keine Chance. Das finde ich geil. Ich muss mich einfach sozusagen von Prüfung zu Prüfung hocharbeiten bis zur Valkyrie oder zur Vulkanspitze. Einmal Weihrauch finden. Das ist geil gemacht. Oh. Was war nochmal Schwelen? Nein, nee, Schwelende Glut war das nicht. Ich dachte gerade für meine Klingen. Ich möchte jetzt weiter. Nicht die Zeit dafür. Ich möchte weiter. Ich kann hier noch nicht weiter. Ich dachte, das ist dann immer so von also von Areal zu Areal, dass ich jetzt hier die Prüfung abgeschlossen habe und weiter darf. Hier zum Beispiel. Muss ich noch eine Prüfung abschließen oder wiederholt sich das jetzt? Ansehen. Prüfung 1 schwer. Das bin ich. Es kommen noch mehr Gegner. Okay. Okay. Daneben? Ich auch? Oh Gott. Beide schon gerade durchgehen. Okay, da muss erstmal hier raus. Gegner werden wiederbelebt, dann andere Kinder noch leben. Ach so. Ach, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Ich sammle die dann lieber. Oder? Einer noch. Aber die kommen ja nicht raus. Kommt mal alle. Kommt mal alle zu mir. Weil wenn die nicht draußen, ich muss die Zeit gleich töten. Wenn die nicht draußen sind, ist das ein bisschen schwierig. Genau. 3 von denen. Ich muss alle 3 gleichzeitig töten. Oder zeitnah.
Ich glaube, für mich der perfekte Zeitpunkt. Oder auch nicht. Boah. Hat er wenig Leben. Okay, die beiden sind down. Schnell, schnell, schnell. Okay. Okay, ich hab's verstanden. Oh nein, die müssen Zeit weg. Oh Gott. Okay, der darf nicht sterben. Oder doch? Nein, reicht es jetzt auf dir? Kann ich nur die Hexe angreifen? Ich darf ihn nicht töten. So, der ist down. Ja, ich hab die Hexe getötet und ihn. Alter, was war? Das war geil. Okay, 3 von denen. Ne, 4. Nicht schlimm. Ich habe auch wieder mein Talisman geladen. Alle auf einen Haufen. Okay. Alle 3 sind down. Ne, ist der Hüten da. Komm, nicht wiederbeleben, ja. Stark. Es war jetzt schwer. Schwelende Glut. Jetzt kann ich weiter. Okay, man muss 2 Prüfungen machen. Okay, es wird dauern, bis ich bei der Walküre bin. Oder? Pff, ja. Es wird dauern, glaube ich. Niemand lebt hier, oder? Nur ein Feuerriese könnte hier leben. Der Prophezeiung nach werden wir die erst zu Ragnarök wiedersehen. Ah ne, okay, Moment, es geht, glaube ich, doch schnell. Okay, hier ist die nächste Prüfung. Ah. Da ist noch ein Schwert. Das muss die nächste Prüfung sein. Danke, Atreus. Hätte ich jetzt nicht gewusst. Machen wir. Was ist denn die nächste Herausforderung? 5 Minuten überleben. Da sind sie. Bereit. Okay, 5 Minuten überleben. Hi. Hi. Verarscht. Okay, ich glaube, das wird klar gehen. Ich töte sogar vielleicht die schwachen Feinde nicht. Ah, doch, mache ich. Mein Gott, was hat denn eine Taktik von mir? So bin ich doch nicht mehr. Oh. So bin ich doch noch. Was explodiert denn da? Ach ja, die explodieren beim Sterben, okay. Ich Blitzwerke. Schön aus der Entfernung. Und aufgeladen. Bam. Aufgeladen und bam. Oh. Hallo? Okay. Na, ich hab jetzt gemacht. Aber jetzt auch genug Leben. Ist jetzt nicht so schwer. Ah, okay, werden immer mehrere. Okay. Jetzt kriegt er langsam Respekt. Aber auch von dem hier. Geist, oder? Voll schlecht. Aber der hier. Zack. Der Wölfe kommt ja schon die ganze Zeit.
Zeit verlangsamt. Ah, ich markiere. Was war das denn jetzt? Ich markiere die. Nein, ich wollte nicht machen. Ich markiere jetzt mal alle. Und dann sucht er sich alle. Ach, geil. Setze ich zum ersten Mal. Ich weiß, dass ich das ziemlich lange habe. Noch nie eingesetzt. Ich verstehe mich nicht warum. Ja, ich verstehe mich manchmal nicht, warum ich sowas Geiles nicht einsetze. Ich kann alle markieren. Und dann werfen. Geil. Komm her, komm her. Wow. Ups. So. Okay, das wird aber so langsam. Okay, okay. Eine Minute noch gleich. Komm, komm. Hallo? Also so Endgame fühlt sich das gerade nicht an, ehrlich gesagt. Also das geht. Noch habe ich so eine gechillte Laune. Ne, noch geht's. Aber da kommen ja noch einige Prüfungen. Vorsicht, von hinten! Wo denn? Ja, Atreus regelt. Oder Loki. Wir wissen, dass er jetzt eigentlich Loki heißen sollte. Oder heißt sogar. Ich bin Atreus. War der Schlauere. Loki. Was? 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 Ich sag was und hab einfach alle Schläge daneben platziert. Bam. Geile Attacke. 6 Sekunden noch. Ja, das geht klar, Leute. Das weiß ich nicht so gut. Prüfung abgeschlossen. Okay. Und hier muss ich jetzt mir die Truhe gönnen und dann auch noch mal eine weitere Prüfung machen, denke ich. Okay, es ist erstmal immer schwelende Glut, was ich bekomme. Und noch ein Schwert. Hier geht's zurück. Ja. Okay, aber... Was haben wir denn hier? Okay, das ist Kyras der Valkyrie. Okay, die Arme habe ich verkauft. Nee, Hüftschutz der Valkyrie. Perfekt. Wieder 60.000 EX. Boah, ich kriege aber echt gut Hacksilber zusammen. Macht Spaß, die Prüfungen machen mir Spaß. Ich finde die Map richtig cool gerade. Ich würde sagen, wir beenden jetzt erstmal hier die Folge. Richtig geil. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir Jagd auf die letzte Valkyrie. Ich weiß nicht, ob ich es dann in der Folge schaffe. Schauen wir dann mal. Ich gucke es mir auf jeden Fall nochmal an, wie ich auch mit den Prüfungen vorankomme. Und ja, ist geil. Ich freue mich auf die Map. Ich freue mich auf die nächsten Prüfungen. So auf sowas stehe ich ja total. Und ja, ansonsten würde ich sagen, abonniert diesen Kanal, um mich zu unterstützen. Aktiviert die Glocke, damit ihr die nächsten Prüfungen nicht verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin's, euer Face. Ciao.